Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 17. November. An Rechtsanwälte Potsdam. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, dieser Tage schwebt eine Forderung der AOK in meinen Briefkasten, die bereits in der Insolvenz berücksichtigt wird, in Höhe von 3.139,74 €. Ein durchaus übliches Muster. Als ich hier vor etwa einem halben Jahr untergebracht wurde, erhielt ich eine Forderung von etwa 800 € seitens der AOK, wohl in der Hoffnung, ich hätte unter dem Einfluss der Medikamente, zu deren Einnahme man hier grundsätzlich mit der Drohung des niemals das KMV verlassen könnens genötigt wird und deren Anwendung ziemlich sicher den freien Willen aufhebt, den Überblick verloren. So verfahren alle einschlägigen Vereine bzw. Firmen. Da soll man dann auf den Widerspruch gegen den falschen Sozialhilfebescheid verzichten, weil, so die furchtbare Drohung, sonst würde man den Widerspruch an die Widerspruchsabteilung weiterleiten. Oder man wird aufgefordert, den Widerspruch gegen die ebenso frist- wie auch grundlose Kündigung der Wohnung zurückzuziehen, dann passierte auch nichts Schlimmes. Nun gut, bezüglich der 800-Euro-Forderung schrieb ich noch freundlich zurück, siehe bitte Insolvenztabelle, liebe AOK. Dann wollte man Zuzahlungen zu einem Krankentransport und Eigenbeteiligung für insgesamt 10 Wochen Aufenthalt in der geschlossenen Abteilung haben. Mein Hinweis, dieser Krankenhausaufenthalt mit Kosten von etwa 10.000 € sei einer strafrechtlich relevanten üblen Nachrede durch die Firma Future Care zur Betreuung psychisch kranker Menschen Brandenburg an der Havel geschuldet, in Klammern der Vermieter von oben und Betrüger des Sozialamtes, Klammer zu. Wie der AOK bereits und wiederholt mitgeteilt und man möge sich doch die paar hundert Euro sowie insbesondere die weiteren Kosten dort holen, und nicht bei den Versicherten wird nun, keine 3 Wochen später, mit der zwar schon etwas gammligen, aber doch noch immer erschreckenden 3.200er Forderung retourniert. Naja, von mir aus, wenn es denn Freude bereitet. Auf das Kleinstratenangebot, mit dem üblicherweise psychisch kranken Menschen oftmals aufgrund verfallener oder mithilfe der rechtlichen Betreuung erfundener Forderungen freundlichst empfohlen, sonst kommst du wieder in die Klapper, um meinen Kameradinnen und Kameraden den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen, kann ich selbstverständlich nicht eingehen. Was würde denn der Herr Kaiser von der größten Versicherung des Landes dazu sagen, dessen Signier ja ebenfalls meine Insolvenztabelle ziert? Und zu meinem Schreiben vom 15. Oktober diesen Jahres an Sie, Herr Rechtsanwalt, für dessen abartige Form ich mich in aller Form entschuldige. Ich hatte seinerzeit die untätige Indolenz meines Ex-Pflichtverteidigers Nr. 4 zu ertragen. Was würde Sie dazu wohl sagen, die Versicherung, dass meine Insolvenz einem falschen ärztlichen Zeugnis geschuldet ist? So dumm zum Arbeiten und Geld verdienen bin ich ja nun ohne Medikation offensichtlich nicht. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.